Bag. Aloha. So. Spielen wir mal eine Runde, ne? Wir haben jetzt hier unseren Flughafengelände noch ein bisschen einen schöneren Anstrich verpasst. Nämlich betongrau. Wie sich gehört für einen wunderschönen Flughafen. Und jetzt geht es langsam mal hier an ein paar Parkplätze, weil die Leute, die hier in Urlaub fliegen, wollen ja auch ein bisschen parken, ne? Wollen ja ihre Cabrios und ihre Minis irgendwo abstellen. Das sind die zwei Autos, die du kennst. Du hast Cabrios und Minis. Laberst du für Scheiße, Junge? Gibt es noch andere Autos? Ich meine, du hast hier 9 Gäste bei deinem Flughafen. Was können die anderes haben außer Cabrios und Minis? So, okay, vielleicht ist auch nochmal ein VW-Bus dabei. Bist du jetzt zufrieden, Hannes? Ey, mein Vati hat einen VW-Bus. Die sind der auch absolute cool. Shit. So, großes. Stinken vielleicht ein bisschen, deswegen Abgasen und so. Ach, mein Vater stinkt, ja. Nein. Coole Nummer, danke. Oh, hier, guck mal, eine Gasstelle, also eine Tankstelle. Okay. Natürlich gibt es hier eine Tankstelle. Die stellen wir erstmal dahin. Ich gucke lieber wieder in den Chat. Nein, mach jetzt. Eine Tankstelle. Erzähl. Ja, Alter, schön groß. Alter, das Ding ist geil. Aber es passt doch, da nicht es hin. Passt. Das passt, aber es muss natürlich schon in die Mitte, weil das sind ja. Oder du baust eins quasi nach da hin und dann. Nee, wir bauen wieder eine Straße in die Mitte. Eine Straße will er wieder bauen. Bauen wir die hier hin? Ja. Parken dann eigentlich auch wirklich da Autos drin? Oder ist das nur so ein Deko-Ding? Nee, ich glaube, die werden. Ich glaube, die sind so gebaut, dass da Autos drin gehandelt werden können. Wenn nicht, ist das von demjenigen, der es entwickelt hat, leider. So, okay. What's your MoFo Pro? Diese Schweinekacke. Hä, warum passt das jetzt nicht? Naja, aber es ist zu. Es ist zu fett. Fürs Ballett. Wir setzen es mal hin, vielleicht sieht es ja auch absolut. Da sind wir gerade dabei bei den Da sind wir gerade dabei bei den Parkplätzen. Das ist nämlich ein Parkhaus. Das sind Parkplätze quasi horizontal übereinander geschichtet. Ach so. Es ist vertikal übereinander geschichtet. Das ist also ein Park. Ja, ich wollte es nochmal erklären, damit es auch alle verstehen. So, und haben wir denn noch. Wie groß bist du? Hier so ein Funkenmast brauchen wir noch, so einen fetten. Weil, Alter, guck mal, wo halt Flugzeuge sind, wird auch viel gefunkt. Aber wir haben ja den Tower. Das ist mir schon wieder suspekt, dass das nicht funktioniert. Ey, diese Schweine, da. Bang. So, Parkplatz. Du hast diesen geilen Funkdings gerade gesehen, ne? Ja. Der ist, ich finde den eigentlich schon ganz cool. Ist die Frage, ob wir ihn brauchen, aber ja, also eigentlich, ne? Na, da ist was Großes, dann sollte das vielleicht eher. Also irgendwie. Groß, groß. Da so irgendwie, ne? Ja, kann ich jetzt erstmal nicht. Ich stelle ihn da erstmal. Weil es natürlich wieder an eine Straße muss. Diese. Hier ist noch ein Parking. Das ist sogar klein. Da ist noch ein Parkhaus. Mhm. Ist ja niedlich. Das ist mir zu niedlich. Also, da passt ja gar nicht rein. Don't niedlich with my heart. Falsche Richtung. Da ist noch eins, das habe ich aber auch schon. Small Parking Garage. Oh, das hier ist geil. Das passt ja perfekt. Ach, so eine Parkzone. Niceigkeit. Das ist geil, das stimmt. Das ist die Niceigkeit, weil jetzt können wir den hier vielleicht. Yes, sir. Und dann. Sehr schön. Das tut mir gefallen. Vielleicht kriegen wir da noch ein paar Plätzchen hin. Shit. Ja, der Eddie ist heute nicht dabei, weil er muss sich ja auf Beards vorbereiten. Das kommt jetzt ja dann hier nach direkt um 19 Uhr. So geil, wie du wirklich den. Den Dings machst. Den Chat? Täglich grüßt das Murmeltier. Ja, ist gut, ne? Ich wollte die Leute nur noch mal daran erinnern, dass um 19 Uhr die Beards Pre-Show kommt. Um 20:15 die Schuhe. Die richtige Show. Und Simon? Simon? Simon ist auch dabei, habe ich gehört. Quatsch. Wirklich? Ich glaube ja. Heide Schwitzka. Das ärgert mich jetzt, dass wir das hier nicht anplayen können. Egal. Bäume werden es tun. Oder nervt mich das jetzt zu sehr? Nee, nervt mich nicht zu sehr. Das lassen wir so. So, was brauchen die denn noch? Malls und sowas. Was habe ich denn? Ich habe ja auch hier super viel Shit eigentlich. Ja, aber so Einkauf brauchst du eigentlich dann nicht, ne? Und Park eigentlich auch nicht. Das gehört noch zum Flughafen. Irgendwie so. Hohe Gebäude, damit die Flugzeuge dagegen fliegen können. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Mall of Age. Der sieht aber ganz geil aus. Der passt hier schön rein. Ein klein, oder? Klein? Ich finde den schon fast ein bisschen klein. Der hat eine schöne Größe für.
Du, ich finde den optisch, guck dir den an. Ach, wohl, ja, doch, jetzt, wo du das sagst, also der macht optisch, schon Sinn. Ja. Aber dann müssten wir hier eine Straße, der ein bisschen nach hinten versetzt ist. Pass mal auf. We do it like this. We do this, we do this, we do that, we do this. Ein bisschen Gewerbegebiet wird gerade gefragt. Macht natürlich am Flughafen auch Sinn, weil da gibt es ja oft so Industrie, die halt mit Flugzeugen zu tun haben. Könnte man vielleicht machen. Nö, das ist absoluter Schwachsinn. Nein, das ist eine sehr gute Idee. So, das gefällt mir schon better. Dann können wir sogar hier, wollen wir schon zone, Alter? Zonen wir das jetzt hier drum mit Dings? Guck mal, das machen wir. Zack. Das ist auch nicht schlecht. Zack. Aber guck mal, direkt beim Tower? Doch, das wird nicht so. Ja, doch, das passt schon. Das sind halt hier die Duty-Free-Shops oder so. Ich meine, die sind ja im Flughafen drin, ne? Egal, gibt's auch wir draußen. Brauchen Nahverkehr. Ein Busterminal brauchen wir. Ja, ja, das müssen wir. Das ist jetzt nämlich noch das Große, was jetzt kommt. So, das kommt weg. Hier haben wir ja noch ordentlich Platz. Hier muss nämlich die U-Bahn landen. Guck mal, wir machen jetzt hier mal zwei U-Bahn-Stationen. Zwei, würde ich sagen, oder? Meinst du, eine ist sehr. Meinst du, eine wird reichen? Ja. Ja. Wo kommt die hin? Oh, wir haben auch noch gar nicht, die Leute kommen hier noch gar nicht rüber, ne? Ach doch, hier sind überall Gehwege. Jetzt überlege ich gerade, ob ich hier... Ach so. So. Du meinst so Brücken? Ja, so Fußgängerbrücken. Fußgängerbrücken. Das muss ich auch noch zwischen meinen Städten mal machen. Weil ich habe mitbekommen, die Leute gehen ganz gerne. Und dann könnte man hier wirklich einfach mal... Hier habe ich ja schon Wege. Ja. Die mal da andocken. Damit noch weniger Leute sozusagen sagen, ich fahre mit dem Auto dahin. Das finde ich echt bemerkenswert, dass sie es hinbekommen haben, auch eine gute Fußgängersimulation da mit reinzubauen, dass man eben da auch darauf ein bisschen achten muss, weil ich habe tatsächlich, als ich das Mal angefangen habe, gedacht, okay, Straßen reichen, Fußgängerwege, ach komm, was soll's. Die haben echt sehr viel richtig gemacht. Aber das ist echt wichtig. So, heißt das denn, wir brauchen hier eine Busstation? Ich würde fast sagen, ja, oder? Aber dann halt eine kleine, ne? Dann ja. Nehmen wir hier wirklich nur den... Ach ne, ich habe mir ja hier sogar noch welche runtergeladen. Busterminal. Ja, sowas, genau. Ich weiß halt aber gar nicht, ist der funktionabel? Ja, ist er. Ja, sicher. Geil. Dann bauen wir jetzt hier einspurig, sag ich. Die wollen da raus und die wollen da raus. Machen wir das doch so. Wir bauen jetzt erstmal nur eine Straße. Nur mal zum Testen. Und dann bauen wir das. So und. Was ist dein Problem? Du bist, glaube ich, zu nah dran, oder? Bin ich da echt zu nah dran? It works. Kann man die Stadt am Schluss downloaden? Oh, das ist die Frage nicht eher, ob man die Stadt uploaden kann, wenn sie fertig ist? Ich habe mich damit noch nicht auseinandergesetzt. Ich mich nämlich auch nicht. So, guck dir this on. Was gibt's denn da? 14x1, 5x1, 9x1. Was ist das? Oh, 9x1 sieht schon ganz gut aus, oder? 5x1, dann muss ich es noch einen länger machen. Siehst du das? Ja. Zwei davon. Oh, guck mal, ich habe eine hässliche Zahl genommen. Ach, meinst du, weil da jetzt genau ein so ein Ding übrig ist? Was machen wir denn jetzt hier mit dem mittleren Weg? Die Pfeile auf den Fahrbahnen sind tatsächlich die Traffic Mod. Wie heißt die nochmal genau? Traffic Plus Plus, ne? Genau, Traffic Plus Plus heißt die Mod mit den Pfeilen auf den Fahrbahnen. Ja, es gab einen großen Streit im Reddit über was jetzt geiler ist, AI oder wie das heißt. Ja, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, den Verkehr zu verbessern. Mein Mikro ist aus. Eins ist was? Aus. Was? Hannes Mikro ist aus? Ach so. Ach so, ja, Hannes, muss aber ein bisschen mal deine göttergleiche Stimme einsetzen. Rede bitte nicht so mit mir. Ja, das muss ich tun, Steffen. Ich habe sehr leise gesprochen. Es tut mir leid. Komm runter von deinem Ross. Zack. Zack.
So. Funktioniert das? Ist das denn jetzt wirklich ein Terminal, was funktioniert? Also wenn ich jetzt hier warum sage... nicht? Create new line. Okay. Cool. Und das sieht doch einfach nur... Sieht doch einfach nur nice aus. Genau. Ey, das gefällt mir. Da oben musst du jetzt noch die eine Straße wieder nach rechts rüberführen, aber ansonsten... Das muss ich so machen. Weil es natürlich da so ein paar Kreuzungen direkt sehr dicht hintereinander, die zu Problemen führen können. Da hast du vollkommen recht. Das Ding ist dann doch schon wieder nicht so durchgeplant, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich lasse mich immer dazu hinreißen. Ah, Mann. Ja gut, da hat der Chat natürlich auch recht. Bräuchten eigentlich auch noch eine abgeranzte Dönerbude irgendwo. Und ein Stundenhotel. Ist das so typisch... Oh, guck mal. Ist das die Mitte hier? Nee, ich treffe die Mitte nicht. Das ist schade. Das stimmt, weil typisch Flughafen ist ein ranziger Döner. Da gibt für mich nada Sinn. Niente. Aber ein Stundenhotel, musst du zugeben, ist auf jeden Fall wichtig, weil damit die Kapitäne und Stewardessen, wenn sie mal irgendwo einen Tag zwischenlanden müssen, dann da schlafen können, weißt du? Das stimmt. Hotels habe ich mir, glaube ich, nicht gezogen. Ich glaube, ich habe hier keine geilen. Die kannst du aber, wenn du hier Tourismus-Dings machst. Aber was ist denn das da? Calypso, alter Schwede. Ach, der ist so derbe riesig. Was ist das denn? Ach du Scheiße. Da hinten, Alter, wie riesig der ist. Alter, okay, das sieht ja auch fresh aus. Was hast du denn da alles geholt? Weiß ich nicht. Das ist hier abgespaced. Den finde ich ja schon wieder geil. Ja, ich habe schon mal ein bisschen vorbereitet für, wenn ich denn mal wieder große Dinger baue. Ja, hätten wir das Ganze jetzt weiter nach hinten setzen müssen. Vielleicht sind wir so schlau und löschen das hier und schieben das Ding dann doch da hinten hin, damit nicht so viele aufeinanderfolgende Dings sind. Weil ich finde, die sitzen da ganz gut. Und ich glaube, wir machen jetzt mal Escape-O-Mart und schieben den wirklich da... Oh nein, dahin. Ich glaube, das funktioniert schon. Hier machen wir dann... Achso, jetzt haben wir ja schon gesaunt, ne? Also Laserforce, wenn du dir solche Fragen stellst von Lieblings-Pokémon und so, musst du natürlich erstmal definieren, welche Edition. Nur die 150, 151, sorry. Oder die neue Edition mit. Oder also ich brauchte mehr Infos. Mensch, Laserforce. Das tut richtig weh im Gemächt. Ich habe ja mit Pokémon... Wenn du jetzt sagst, gar nichts am Hut, dann... Doch, klar. Oh, zu meiner Schulzeit... Puh. Damals, als es rauskam, habe ich das natürlich auch geguckt. Das war sehr episch, ja. Ich kann mich auch noch sehr gut daran erinnern. Ich will jetzt mal hier Play sehen, weil jetzt dürfte ja hier, bam, sie bauen es gleich voll. Oh Mann. Steffen? Ja. Jetzt, ich weiß ja nicht, was der Chat sagt, aber kommt, das sieht doch schon mal aus wie ein Flughafen. Ich finde, das sieht schon mal sehr, 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 sehr aus wie ein Flughafen. Jetzt kommt das Aber, auf das ich gar keine Lust habe. Nee, es gibt kein Aber. So ein bisschen viel Grün, ein bisschen mehr Beton. Schadet nie. Ich bin ein großer Betonfreund, zumindest was Flughäfen angeht. Ach so, guck mal, hier kommen die Leute natürlich jetzt. Vielleicht da musst du jetzt natürlich noch diese Fußgängergeschichten bauen, ne? Naja, die kommen. Die sind halt direkt gegenüber vom Flughafen, also die können doch wohl darüber gehen, oder? Über die Dinger hier. Also ich weiß jetzt nicht, ob das. Wo soll ich denn da jetzt Wege? Ja, nee, stimmt, du hast recht. So, und vielleicht doch, komm. Der Optik wegen, Steffen. Der Optik und vielleicht hat es auch ein bisschen Sinn. Wir machen nämlich jetzt hier. Machen wir jetzt eins. Ficke er sich. So. Machen wir so. Und machen wir so und so. Okay, nur Pokémon erste Generation. Was ist dein Lieblings-Pokémon erste Generation? Anton, weil es so lustig ist. Ja, Anton war doch immer witzig. Das stimmt. Ich glaube, meins ist Simsala, weil das einfach damals einfach völlig OP war. Generell so Psycho und Geist war ja immer, ich fand die immer ziemlich, ziemlich mies. Psycho und Geist, guck dir das an. Ja, was ist denn da nutzlos? Er lässt mich nicht das machen, was ich vorhabe. Anscheinend hat diese, was ist denn da los? Ist vielleicht wieder ein Straßensegment irgendwie anders gebaut als die anderen?
Ich dachte eigentlich hätte das, aber guck mal, das ist doch eigentlich... Och, das tut den Onkel jetzt ärgern. So, warte mal, dann müssen wir vielleicht eine Lösung finden, wenn wir jetzt hier so machen. Dann machen wir das natürlich aber in der Mitte. B den Scheiß. So, was ist die Mitte? 1, 6, 4, 5, okay. Ja, so ungefähr. Das muss reichen. Okay, die anscheinend sind die Zonings halt hier irgendwie falsch. Ach Mist. Das ist wirklich nicht. Mist. Ah, da müssten die Straßen... Ja, die Zonings sind ja immer automatisch, ne? Dann machen wir so. Kann man ja leider nicht beeinflussen. Machen wir so, so, jetzt so. Ja doch, es geht. 3, 3, 4, 4. So. Machen wir jetzt... Go down with the shit. Go down with the Warum geht denn das jetzt nicht? Schweinegesichtiges... Die Slope ist too deep. Muss ja. Vielleicht einen früher anfangen? Nein, nee. Ich hatte die ganze Zeit das Dings an. Ich muss das nicht mal so machen, glaube ich. Warte mal. Mach es nochmal. Ich hatte die ganze Zeit das da an. Es wird gerade gebeten, dass wir so gegen Ende des heutigen Schlots nochmal die Stadt ausgiebig zeigen. Okay. Ja, so, ich wollte so nicht Minuten. Immer am Anfang der Sendung immer wieder für alle, die vielleicht schon länger zugucken, immer wieder den gleichen Shit zeigen. Aber gerne, gerne, gerne. Ich bin ja so Joe Gerner-mäßig drauf. War das der Typ von GZSZ? Ja. Joe Gerner vom Fasan. So, jetzt können die hier von der einen Seite zur anderen wechseln. Aber wir kommen hier eigentlich nicht hier rüber. Ja, scheiß drauf. Und wir machen es hier mal rund, was? Das sieht doch nicht schön aus. Ne? Ach, so schön das geht. Was du findest, Chef, das ist mir so... Also, da kommt mir fast die Galle, du, wenn du so redest. Das dachte ich mir schon fast, deswegen bin ich auch hier. Ich wäre nur deine Chatschlampe. Gib's doch zu. Das stimmt sogar. Du bist zwar nicht so süß. Zack. Oh, so. Funktioniert das denn jetzt hier auch? Du Matschgesicht, echt. Du bist ein dummes Matschgesicht. So ja, gut. Es sieht besser aus als vorher. Ich habe mich geirrt, Hannes. Es tut mir leid. Ich sage ja mal, irren ist weiblich. Das ist einfach nur wieder der Hammer, der Kerstin. Ich glaube, wir müssen nicht mal wieder zu Arno zitieren. Oh ja. Komm, wir lassen mal hier kurz das Commercial wachsen. Aber hier. Das geht richtig fix. Aber vielleicht genau. Industrie wollten wir noch ein bisschen. Hier Industrie? Nee, dann baue ich hier lieber Büros hin. Hier, ja, das macht auch Sinn. Stimmt. Wie heißt denn das hier nochmal? Es gibt leider Office. Keine Liste aller Mods momentan, die Hannes benutzt. Ihr könnt aber mal die Reddit-Threads durchforsten, die der gute Hannes mal aufgemacht hat. Da sind auf jeden Fall viele Mods drin. Es gibt eine Mod-Sammlung für Hannes. Thread im Reddit. Im Reddit. Schwein! Ja, diese geile Dings hier. Wie lange noch bis Beards? 21 Minuten. So, okay. Bisschen Fußgänger, Bus. Achso, uns fehlt ja noch, genau. Pass mal auf, jetzt kommt nämlich hier. Da herum liegt das ganz geil. Oh. Was ist das? Zack, die Metrostation passt nämlich jetzt. Ah, perfekt, siehst du? Oder dahin sogar. Und. Verzeihung, bitte. Oh, was ist denn das da? Ist da was im Untergrund? Was ist das? Ich habe Angst. Ich glaube, das ist nur ein kleiner Bogen. Ein Schatz oder so. Ein Schatten oder so. Ey, das, hä? Ja. Bäume. Was auch immer. Kaschieren. So, jetzt haben wir hier. Busse können hier hin, können hier weg. Und es kann die U-Bahn hier landen. Züge. Ich habe noch keinen einzigen Verkehrszug gebaut. Also ja, aber das ist auch, glaube ich... Also hier brauchst du es halt auf jeden Fall nicht. Wie spät ist denn das überhaupt? Wir haben noch ein bisschen Zeit. Also so, ich glaube, 17 Minuten haben wir noch. Habe ich so grob geschätzt. Brauchen wir ja hier... Das ist korrekt.
Das ist eine Fire Station. Ich habe mich schon die ganze Zeit gewundert, was da noch rumsteht. Aber das ist natürlich sinnvoll, dass wir sowas hier haben. Die Kreuzung hier ist eh nur für Busse, da wird kein Dings rein. Das Geile ist, mit der Dings... Ja, brauchen wir auch im Endeffekt nicht. Braucht man ja auch nicht. Ja, bei rausgehenden Straßen brauchst du keine Ampeln, also die in eine Richtung nur gehen. So, wie, was sagt denn hier? Kann das, dein Mikro scheint doch irgendwie ein bisschen rumzuspacken, sagt der Chat. Es tut mir leid, ich kann da gerade nichts tun. Sollte mein Mikro nicht funktionieren. Vielleicht rede ich auch einfach so leise. Ja, du bist in deiner Bautrance so ein bisschen drin. Und dann vergisst man mal, dass man auch on air ist und... That's damn right, mein Junge. So, Wasser. Geht's, ist es jetzt denn jetzt wieder in Ordnung, Chat? Könnt ihr das mal kurz schreiben? Ob ihr jetzt den Hannes wieder gut versteht? Hey, guck mal, wieso ist das Wasser wieder cool abgedeckt? Super. Danke. Das check ich nicht. Zeigt mir hier gerade Strom? Oder? Was ist denn hier los? Der buggt ganz schön gerade. Der ist wie... Buggy hier. Ja, irgendwie... Nee, guck mal. Das liegt da wahrscheinlich so drauf. Interessant. So, ich bin mal dafür zu speichern. Save that shit. Nee, das gefällt mir doch schon ganz gut. Das wird wahrscheinlich sofort wieder vom Traffic nachher gefingert werden. Genau, eingenommen und dann überall nur noch Stau. Okay, das hier wollten wir noch. Das ist nicht so schön. Kick it. Kick it. Yes, sir. Aber vielleicht brauchen wir auf dieser Seite... Noch ein Tipp aus dem Chat. Es gibt noch eine Uhr-Mod, wo du sofort immer die aktuelle Tageszeit siehst. Was geht mit der hier? Ja, damit kannst du die nur einstellen. Die läuft quasi nicht fortlaufend weiter. Okay, ich dachte, das wäre das. Okay. So, was machen wir denn jetzt hier noch? Haben wir noch irgendwas auf Lager? Irgendwie ja nicht, ne? Irgendwas, was hier... Die Dinger sind irgendwie so riesig und nicht funktionabel. Den haben wir da oben schon. Yep. Hat man nicht noch so Helikopter-Gedöns? Nee, oder? Ich glaube, geht noch mal nach rechts weiter. Noch einen weiter. Da haben wir noch so ein, die große Maschine haben wir zum Beispiel noch. Die da, die haben wir noch gar nicht benutzt. Die muss wahrscheinlich auch wieder irgendwo an eine Straße. An eine Straße, Leute. Eine Straße, muss alles an eine Straße ran hier. Das und wir haben noch so ein Ding gehabt, wo so zwei nebeneinander standen. Ach, du hast auch gesagt, hier Military-Kram, ne? Ja. Da, Military-Plane. Ja, die ist alles halt nicht freistehend. Das ist etwas schade. Hier, da, das zweite ist von rechts. Das zum Beispiel. Alter, ist natürlich derbe riesig. Ja, dann braucht man überall Straßen. Das ist doch mittelmäßig. Ach, das. Ich klicke auch immer den gleichen Senf an. Den haben wir da schon. Das gleiche, genau. Ne, wir hatten einmal DL und einmal. Nee, TNT, war es TNT? Doch, es war TNT. Das ist das. Dynamit. Das war der hässliche, den wir gerade gelöscht hatten. Das ist wieder DHL. Gefoppt haben sie dich. Tropical Beach Resort, warum nicht? Ach, diese Zäune wolltest du auch noch bauen, ne? Ja. Okay. Keine Hektik, keine Hektik. Wie genau kommt das Flugzeug da weg? Gar nicht. Das ist nämlich ein
Museumsflugzeug, wo Siebtklässler oder Sechstklässler auch hinfahren können, um sich da erst als siebte Klasse. Okay. Ja. Und die können dann da Pilot spielen. Und manchmal wird es auch für Antiterror-Training genutzt. Round and round and round it goes, but where it stops, nobody knows. Ich glaube, das war Gil, kann das sein? Was ist denn Gil? Alter, Gil? Leute, ist das traurig? Traute ich mich jetzt wieder als zu jung, oder? Wie alt bist du? 25. Ja, Gil, wie alt war ich da? Vielleicht 12? Okay. Natürlich. Aber bitte, Chat. Gil Ofarim heißt er anscheinend. Und sein Mikro ist mal wieder irgendwie ein bisschen mittelmäßig. Vielleicht. Sitzt du vielleicht irgendwie auf dem Ding da, auf dem Lümmel? Ich hab mich gar nicht bewegt. Warte. Nö. Es tut mir leid, liebe. Gucken gerade mal, ob wir noch ein anderes Headset hier rumfliegen. Ja, hier ist noch eins. Aber das ist im Kabelwust vergraben. Ansonsten haben wir hier, glaube ich, kein Mikro mehr. Ja, jetzt! Hört sich schon jemand? Das hey! Jetzt. Daniel Bootyman! Booty! Ach so, ja, dich kann ich ja jetzt gar nicht rufen. Oh, Debug-Output, siehst du? Ja, ich fürchte, wir haben hier kein anderes Alternativmikro mehr am Start. Geht es denn einigermaßen, Chat? Oder ist es jetzt wirklich so schlimm, dass ihr sagt, oh nein, bitte, dreht mir bloß den Hannes ab? Nee, auf. Oder auf. Ich möchte jetzt mehr zu Gil wissen. Ab und zu sind Aussetzer, okay. Aber ansonsten ist okay. Ja, sorry Leute, aber die letzten 9 Minuten und 4 Sekunden müsst ihr damit wohl leben. Oh. Tut uns sehr leid, aber all unsere Technik ist schon bei Beards quasi. Das stimmt, ich bin vorhin schon ins Studio gegangen und Mann, was die da wieder abgerissen haben, was da wieder alles rumsteht und... Ihr könnt euch auf jeden Fall auf eine ganze Menge Action gefasst machen, also der Hauke hat mal wieder geklotzt und nicht gekleckert. Und Albin, die faule Sau, hat wieder gar nichts gemacht. Genau, der saß nur rum und hat hier ab und zu auch mal, ich bin ja sogar schlafen gesehen, habe ich ihn. Ja, Albin, ey. Das ist also für, finde ich eigentlich nicht so gut, aber na gut. Nee, ich glaube, es wird sehr spaßig, ich freue mich drauf. Ich glaube, die Jungs sind auch schon ganz heiß, wenn die hier schon rumlaufen und Beards schreien und sowas. Guck mal, das gefällt das mir auch. Das ist sehr schön. So, und jetzt kann der... Wir müssen hier irgendwie... Weißt du, was wir mit dem machen? Abreißen? Ja, ich glaube, den reißen wir nämlich. Ich meine, er sieht cool aus, aber da ist er auf jeden Fall nicht richtig aufgehoben. So, er von und zu Steffen. Ich glaube, wir haben... Das sieht doch schon mal sehr, sehr schön aus. Derzeit... Okay, wir haben echt in der Zeit, wenn man auf dem Papier sieht, vielleicht nicht geschafft, aber wenn man es aus den Augen eines Künstlers sieht. Vielleicht hier links noch, also hinter dem DRL-Gebäude, könnte man vielleicht noch ein bisschen was machen, das ist noch ein bisschen... Hier? Ja, da oder so links davon. Achso, du meinst ein bisschen links und so, bisschen ne? Hier so ein bisschen, Concrete hier, bisschen und vielleicht da, kann man da noch was hinstellen. Die geile Tanke, die... Tanke! Ich auf Season! Tanke! Wie sieht's aus, Chat? Gibt es noch irgendwelche Anpassungswünsche, was den geilen Flughafen angeht? Irgendwelche Dinge, die ihr unbedingt noch realisiert haben wollt? Zum Beispiel ein Daniel Bootyman, der eine riesige Statue. Leaves too. Wo ist er? Was passiert hier?
Aber passiert, ist das ein Arsch? Nein, das ist kein Arsch, keine Sorge. Okay, also die Jungs sind so wirklich schon on fire, die sind richtig heiß. Die sind wie ein frisches Topfgericht. Deine Mikro-Currywurst. Apropos Mikro-Currywurst. Das Ding ist, mein Mikro spinnt schon eh ein bisschen. Haut doch ab! Hört man die grandiosen Gags von den Jungs hier gar nicht. So wie ein Gag-Feuerwerk, was hier abgefeuert worden ist gerade. Apropos Gag-Feuerwerk, was macht deine Mom eigentlich heute? Komm. Tja. Willst du mein Mikro vielleicht haben? Das ist das, was du willst, Hannes? Willst du mich zum Weinen bringen und mein Mikro haben? Im Grunde bist du mir eigentlich ziemlich egal. Das dachte ich mir schon. Jetzt müssen wir nicht los. Ich labere dir jetzt deine ganze Stadt schlecht. So, und das passiert dann jetzt hier in Zukunft mehr und mehr. Vielleicht mit ein bisschen Farben. Hier, ich habe ja diesen Fluxburg. Übrigens ist die Kurve hier nicht perfekt, aber egal. Dass man hier zum Beispiel dann noch schön mit ein bisschen was reinschreibt. Mit so kleinen. Ne? Also ich deute es so mal. Welcome in... Nee, das wäre... Also, das mit Prohibition. Wir haben ja jetzt Islands, dass man hier... Denk dran, du wolltest natürlich auch noch die Stadt zeigen. Ne? Genau, nicht, 5 Minuten nur noch. Aus dem Auge verlieren. So, ich mache es jetzt nicht richtig, aber dann hier zum Beispiel so ein I machen und das so, weißt du... Das wäre natürlich, das ist cool. Das stimmt. Ist natürlich jetzt total daneben, aber... Herr Daniel Budimann schreit hier willkürlich irgendwelche Worte, die sich nach Deutsch anhören. Ach so. Aber das haben wir doch. Da, Besucherparks und Flugzeuge angucken. Ja, das hier könnt ihr euch angucken. So, okay. Wir wollten uns die City nochmal angucken. Okay. Oh, ich bin hier gerade gelandet. Mit meinem geilen DHL-Flugzeug. Und jetzt? In der Kiste oder was? So, in welche Richtung heizen wir denn? Wir Richtung Altstadt da, ne? Genau, wir wollen natürlich erstmal hier mitten in die City rein. Bam. Durch den Tunnel wollen wir auch. Weißt du, was wir immer machen? Wir verfolgen. Stimmt, wir fahren einfach mit dem hier Auto einfach mit. Aber vorher saven wir nochmal, ja, damit. Save that shit, bitch. Ist das. Du bist, glaube ich, noch in irgendeinem Modus drin. Du bist noch in dem im Abreißmodus, oder? Hier, weil rechts ist noch Trees und Buildings und Loads und so. Okay. Nee. Was ist denn hier los? Jetzt. Was passiert hier? Gehört der. Ach, der fährt. Der fährt nicht. Gar nicht. Ist hier nicht irgendjemand mit dem Auto gerade unterwegs, Leute? Da! Der kommt gerade an, oder? Nee, der fährt weg. Der Bus da. Ich erwische ihn nicht. Muss ich das wirklich im... Das ist doch wohl... Was ist irgendwie jetzt Buggy mittlerweile? Schnapp den LKW! Jetzt greif ihn dir! Wir haben anscheinend wirklich einen Bug. Ja, schade. So, wir fahren jetzt also hier, bam, ab in den Tunnel, ab durch die Hecke. Oh, und landen, hups, das ist ja gar nicht so weit weg, hier. Da. So, im alten Hafen, ja, die letzte Überschwemmung vor 24 Jahren, seitdem haben sie den alten Hafen ein bisschen höher gelegt. Das ist auch ein kleines Tourismusgebiet, darum, ich habe hier mal einfach Tourismus eingestellt, das erste Mal. Was ein bisschen dumm ist, sie haben so voll die... Sie müssen den Stripclub aus da vorne. Voll die... guck mal, der trifft einfach nicht mehr. Das Dings stimmt nicht mehr. Siehst du das? Ja. Das Gitter. Jetzt haben wir voll die Hotels gespawnt. Naja, aber der alte Hafen, ja, mit Wanderwegen rüber nach Bohnbüttel. Da, Bohnbüttel, ein kleines Wohngebiet mit der tollen Feuerwehrwacht hier. Bababam. Was übrigens, das könnte ich eigentlich auch mal einspurig hier machen. Egal. Die Gärten könnte ich auch mal hübscher machen, ja. Aber hier mit dem großen Stadtpark. Der sehr hübsch ist, tatsächlich. Genau, hier chillen die Dudes auch ab. Und hier wird gegrillt und gechillt und geskillt. So. Mit der Universität, die immer noch eigentlich keinen Namen hat. Die muss halt irgendwie so eine... einfach. Ich kann gerade nichts machen. Ich kann zum Glück noch rumfliegen. Hier hat sich's auch, das ist auch so geil, das ändert sich immer. Die wachsen immer, werden wieder kleiner und so. Ja, hier ist eigentlich so mein High Density. Das ist hier meine atmende Stadt. Genau. Hier, den finde ich geil. Der ist geil. Der hat gespawnt, den habe ich nicht dahin gebaut.
Da steht sogar oben so ein kleines Schirmchen auf dem Balkon. Wir machen mal hier kurz. Geil. Machen mal kurz ein bisschen. So. Wir haben die noch gar nicht im Dunkeln gesehen, die Stadt, also die Lichter und so, ne? Vielleicht müssen wir es auch mal zeigen. Wunderschön. Aber egal, zum Stadtzeigen ist es, glaube ich, besser, so zu machen. Und hier wieder raus. So, hier haben wir natürlich den anderen Park mit Eisstadion. Und hier natürlich noch ein bisschen rumhängen. Hier sind die Commercial-Sachen. Hier ist unser, das habe ich auch noch nicht wirklich schön gemacht, aber ich habe die U-Bahn dahin gelegt. Hier ist unsere Busstation. Hier Methanistan. Das erste Industriegebiet, was wir hier haben. Und es läuft, das läuft wirklich einigermaßen gut. Da bin ich überrascht. Hier entstehen keine Staus. Ja, so ein bisschen, aber nicht, es ist gerade noch an der Grenze. Genau, aber es läuft ganz gut. Also da kann ich mich nicht beschweren. Wir haben noch eine Minute Zeit. Ah, dann wurde gebaut Manhattan. Manhattan auch mit Uni und allem drum und dran hier. Mit Schwimmverein. Ich lasse jetzt einfach laufen, komm. Ja, ja, was soll's. Hier wohnen halt auch schon ein paar Leute, ne? Hier gibt's auch, hier ist die alte Kirche, weil Manhattan natürlich früher war es ein bisschen kleiner. Was mal ein Dorf, ja. Genau. Im Gegensatz zu New Nastington, was ja eigentlich noch nie ein Dorf war, sondern gleich mal so. Genau. Das hat natürlich sofort, das sieht man natürlich auch, wenn man jetzt aus dem Flughafen kommt, kann man New Nastington natürlich schon. Ach, wieso geht das jetzt nicht? Da hinten sieht man es schon. Ja. In der Ferne. So, hier ist natürlich so der, bis jetzt der Hauptkern der Stadt. Sozusagen auch. Bisschen, hier halt gerne ein paar Parks und sowas. Hier, da, ich finde, das sieht geil aus hier. Das ist ein schönes Gebiet. Weißt du, mit der Dings. Oh, sind wir schon durch? Ist schon vorbei, okay, Hannes. Okay. Dann gibt es noch Neu-Hochfeld. Das ist klein und hat so ein paar Baggerseen. Baggerseen, hier war ja mal Kohle wurde hier abgebaut. Genau, haben so ein Eldorado, hässlich wie die Nacht. Farmington schön und mein neuer Lieblings, der noch nicht viel benutzt wird, aber er ist einfach beautiful. I just want you to know, you're my favorite girl. Und jetzt geht's gleich los mit der Beards Pre-Show. Werdet richtig heiß. Einmal noch. Werdet richtig heiß. Was? So, ja. Vollbild natürlich jetzt. Und, Alter, Hammer. Ja, wir freuen uns darauf, dass Hauke uns jetzt noch heißer macht, als wir eh schon sind. Das ist so, das ist wie in der Sauna und es ist schon 120 Grad heiß und dann kommt einer mit Handtuch rein und wedelt. Ja. Das macht Hauke jetzt sozusagen. Tag, Und während Hauke mit dem Handtuch wedelt, machen wir das holländische Ruder und wedeln was anderes. Genau. Wir freuen uns, wir hoffen, ihr guckt alle zu und sagt euren Nachbarn, Onkel, Tanten und Schwägerinnen, Schwäger, Schwägern, Schwagern, Lochschwagern Bescheid. Alle einschalten, jetzt jeden anrufen von der Telefonzelle eurer Wahl. Und sagt, guckt Beards auf Rocket Beards TV. Ciao. Viel Spaß. Bis nächstes Mal. Vielleicht mit Ede und Laser City. Vielleicht auch nicht.